Wir sind hier auf der Landesstraße 1150 und der Abzweigung zum Weißen Stein. Wir sind hier um 13.59 Uhr alarmiert worden zu einem Verkehrsunfall 03. Das bedeutet mehrere Verletzte und auch eingeklemmte Personen. Die Meldung war auch, dass ein Linienbus beteiligt sei. Bei unserem Eintreffen hat sich das bestätigt. Im PKW selbst war eine Person eingeklemmt, der Fahrer. Eine weitere Person war lediglich eingeschlossen. Der Busfahrer wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Wir haben unser Augenmerk erstmal auf die eingeklemmte Person, die auch bewusstlos war, gelegt, dass wir diese Person umgehend befreien konnten. Diese Person wurde dann auch außerhalb des Fahrzeugs von uns reanimiert, in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst. Die weitere Person wurde patientengerecht in Absprache mit dem Notarzt nachher später aus dem Fahrzeug gerettet. Hierzu mussten wir das Dach des PKW abnehmen und mit vereinten Kräften wiederum mit dem Rettungsdienst konnten wir diese Person dann aus dem Fahrzeug befreien. Diese Person wurde schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht. Wir sind jetzt noch dabei gewesen, Sicherungsmaßnahmen an den verunfallten Fahrzeugen einzuleiten, Brandschutz sicherzustellen und so weiter. Für uns ist die Tätigkeit somit dann beendet. Hier wird noch seitens der Polizei auf Gutachter und so weiter gewartet. Für uns ist aber hier nichts mehr zu tun. Wir waren mit insgesamt 34 Kräften und 8 Fahrzeugen vor Ort. Ja, wir haben also versucht, unsere Kräfte, die jetzt der Hitzestrahlung ausgesetzt waren, eine sogenannte Marscherleichterung durchzuführen. Das heißt, die Jacken wurden abgelegt und die Helme, soweit es ging. Nur die Kräfte, die unmittelbar am Fahrzeug gearbeitet haben und dem Splitterschutz der Splitter ausgesetzt waren durch das Schneiden bzw. Ziehen von Metall und so weiter, die mussten ihre volle Schutzkleidung tragen. Dann wurde auch noch auf genügend darauf geachtet, dass genügend getrunken wird mit Mineralwasser und so weiter für die eingesetzten Kräfte. Nach der ersten Sichtung hat sich folgende Lage herausgestellt. Ein PKW ist frontal mit einem Linienbus kollidiert. Glücklicherweise war in dem Linienbus nur der Fahrer drin. In dem PKW befanden sich 2 eingeklemmte Personen. Der Fahrer musste reanimiert werden. Trotz umgehend eingeleiteter notärztlicher Maßnahmen wurde die Reanimation noch am Unfallort eingestellt und der Patient ist hier verstorben. Die Beifahrerin wurde mit dem Rettungswagen und Notarzt in die Klinik gebracht. Insgesamt war der Rettungsdienst mit 3 Rettungswagen, 2 Notärzten und dem Einsatzleiter vor Ort, das heißt insgesamt 11 Einsatzkräfte.